Die erste Frage, die man sich stellt, wenn man ein Fotobuch macht, ist, was für ein Format wählt man überhaupt bei einem Fotobuch? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das sind die ganz kleinen Formate, über die quadratischen. Dann zu den meistgebräuchlichsten Formaten sind A4 im Hochformat oder halt eben im Querformat, je nachdem, mit was für Fotos man arbeiten tut. Und wenn man es ganz gross haben will, gibt es natürlich auch noch das A3-Format im Quer. Man sieht es auch ab und zu im Hochformat. Die weitaus gebräuchlicheren Formate sind die beiden Klassiker, das A4, einmal im Quer- und einmal im Hochformat. Die Frage bei diesen Formaten kommt auch immer auf die Fotos drauf an. Wenn man sehr viele querformatige Bilder hat und man möchte die immer gross darstellen, ein Bild auf einer Seite, dann ist man natürlich mit einem Querformat viel besser bedient, weil dann die Fotos sehr gross zur Geltung kommen. Wenn man auf der anderen Seite eine Reportage machen möchte, man möchte mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, man möchte mehr Weissraum haben, man möchte mehr Möglichkeiten von der Anordnung, vom Layout haben, dann ist man mit dem A4 Hochformat viel besser bedient, weil das ist viel einfacher zum Gestalten. Man hat da viel mehr Möglichkeiten zum Layouten und es geht einem viel ringer von der Hand. Dann ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bei diesen Fotobüchern ist die Ausführung. Es gibt Fotobücher, die werden digital gedruckt auf Papier und werden gebunden wie ein ganzes klassisches Buch, das man auch im Bücherregal hat. Auffallend bei diesen Büchern ist, dass sie halt durch ihre Art und Weise, wie sie gebunden sind, dass sie einen Buchfalz in der Mitte haben. Der Buchfalz liegt immer auf. Im Gegensatz zu den Fotobüchern, die auf echtem Fotopapier gedruckt werden, die liegen völlig plan. Das ist dann auch kein digitales Druckverfahren mehr, sondern das ist belichtetes Fotopapier, also echtes Fotopapier, das dann in einem Leoprello-Verfahren zu einem Buch zusammengebunden wird. Bei den Fotobüchern aus echtem Fotopapier gibt es zwei verschiedene Varianten. Es gibt solche mit mattem Fotopapier, man sieht es jetzt hier ein bisschen, und solche mit glänzigem Fotopapier. Wenn man sich dann für ein Fotobuchformat entschieden hat, für eine Ausführung, dann steht man vor der nächsten grossen Frage, wie wähle ich jetzt meine Fotos aus? Und viele kennen das Problem, sie haben ja eine Festplatte mit 5'000, mit 10'000 Bildern und die digitale Bilderflut, die blockiert einem eigentlich im Kopf, dass man dann auch wirklich ein Fotobuch kann umsetzen kann, weil man einfach vor dieser Bilderflut steht und nicht weiss, wie man dieser Herr werden soll. Also ganz wichtig, man soll seine Fotos im Rechner sortieren, Kapitel machen, dass das zusammengehört, was schlussendlich zusammengehört. Meine Empfehlung für einen eigenen Ordner, dass man nachher mit dem Bildmaterial handeln kann, ist, dass man nicht mehr als 30 Fotos in so einen Ordner reinpackt, weil sonst verliert man dann schnell den Überblick. Wenn man dann Bilder darstellen will im Fotoalbum, ist es ganz wichtig, dass man sich auf eine einheitliche Darstellung festlegt, dass man nicht Effekte, die einem zur Verfügung stehen, wild untereinander mischen tut, so dass eigentlich das Buch nur ein Effekt entsteht und das Foto total in den Hintergrund tritt. Wichtig, wenn man jetzt gerade ein sehr umfangreiches Buch macht und man hat ja die einzelnen Kapitel, dann hat man ja seine Bilder schon vorsortiert, dass sich das auch im Buch widerspiegelt und dass man einzelne Kapitel auch als Kapiteleinleitung gestaltet. Wir haben jetzt das Thema «Hart am Wind» und das kann man jetzt natürlich auf die klassische Art und Weise, wie früher in einem Fotoalbum, darstellen, indem man gleich grosse Bilder auf einer Doppelseite platziert. Wichtig ist dabei, dass die Bilder farblich und auch inhaltlich zusammenpassen, sodass sie ein neues Gesamtbild ergänzt. Eine andere Möglichkeit, Bilder darzustellen, ist, indem man sie nicht gleich gross macht, sondern verschiedene grosse Bilder verwendet. Dort ist immer wichtig, dass man nicht viel verschiedene Formate auf einer Seite hat, sondern dass man in der Regel ein grosses Bild hat, einen Aufmacher, ein Hauptbild und das ergänzt durch entsprechende weitere Bilder. Eine weitere Kunst beim Gestalten des Fotobuchs ist, dass man Bilder auch mal weglässt. Man sieht jetzt hier eine Seite mit einem grossen, schönen Bild, dann durch weitere Bilder ergänzt. Die Bilder an und für sich sind nicht alle so besonders schön und so ein Motiv kommt jetzt da eindeutig besser zur Geltung, wenn man die vier Bilder weglässt. Auch ein schönes Detail in einem Fotobuch ist, dass wenn man es abschließt, dass man es auch mit einem entsprechenden Abschlussbild beendet, wie jetzt da mit dem Segelschiff, wo aus dem Bild rausfährt. Man blickt von hinten nochmal drauf und es ist wie ein Schlusspunkt gesetzt an dem Buch und man weiß jetzt eigentlich intuitiv beim Betrachten, jetzt ist die Geschichte vom Segeln fertig erzählt.